Radlab im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Commander Versio, Sie können durch. Sind wir wirklich wegen einer Person hier? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leiden zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Commander. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Pask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asch beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das... Wurde aber auch Zeit. Vernachlässigen Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, 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 zack! Die anderen zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, wow, was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission! Waffe runter! Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein, nein, nein! Komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Ah!
General Versio. Commander Versio und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Glepp. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle. Bereich sicher. Wenn ihr die Deserteure seht, sofort Feuer. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Inferno in der Nähe. Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Wird langsam stärker. Wir müssen den Planeten verlassen. Verräter in unseren Reihen. Findet sie. Puh, wir hatten Glück. Los jetzt, in den Durchgang. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Deaktivieren. Jetzt. Ich habe das gehasst. Ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Damit sollten wir es wenigstens bis zur Luftabwehr schaffen. Mir nach, leiser. Verstanden, Commander. Suche nach Gegnern. Wir schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Hacken! Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Los, schock sie schon! Einmal hacken, bitte. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten.
Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Nach Bedrohungen. Reaktivieren. Scan die Umgebung. Analyse. Analyse. Der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Gib mir Feuerschutz! Scan die Gegend. Ich erledige sie.
Areal treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Kampfläufer!
Scan läuft. Sie werden alles tun, um uns am Boden zu halten. Suche nach Gegnern. Agent Haask berichtet. Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Haask. Völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Korvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo, ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schriftlord, Sie sind imperiale Spione.
Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben, Ren. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür 2 Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Nabu unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Nabu. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Hey! Vorsicht! Ich seh's! Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Zweiter Satellit erledigt.
Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Am besten zerstören Sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Und noch einer. Guter Schuss, Versio. Verstanden, Staffelführer. Satellit zerstört. Teil. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber, sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten, konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Fangt sie ab! Da ist Unterstützung. Helfen wir ihnen! Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Sie können angreifen. Alle anderen fallt wieder zurück. Das ist nicht gut. Tut mir
leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theed. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Theed. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. Wir müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Theed hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja, verstanden. Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Delmico. Imperiale Verstärkung.